Hallo, liebe Videofreunde. Heute ist unser, ja, ich denke mal letzter Tag, wo wir etwas unternehmen in England. Und zwar haben wir uns heute rausgesucht, den Lost Garden of Heligen, heißt es, glaube ich. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ja. Und ja, der soll sehr schön sein. Den wollen wir uns nochmal angucken. Jetzt ist gerade noch gutes Wetter, aber ab 13 Uhr haben sie heute Regen gemeldet und deswegen müssen wir uns jetzt auch beeilen. Wir waren heute auf dem Stellplatz hier in Gornhaven und das ist ein großer Parkplatz. Man bezahlt 15 Pfund. Es ist keine Fährentsorgung, nichts da, aber man kann hier stehen. Man steht sehr ruhig und man läuft runter in den Ort zum Strand 5 Minuten. Ja, gestern hatte schon alles zugehabt. Es gibt da so ein bisschen kleine Bars, aber nichts Spektakuläres. Und ja, wir haben jetzt heute Nacht hier übernachtet, war okay. Und jetzt fahren wir halt weiter. Das war halt so das Nächste an diesem Garten mit dran gewesen. Und deswegen haben wir hier heute gestanden, haben gestern Abend zwei ganz, ganz nette Menschen kennengelernt am Strand durch unseren Hund. Die hatten einen jungen Labrador gehabt. Das war die Dominic und der Simon. Wenn ihr das seht, ihr Lieben, herzliche Grüße von uns. Ne, von dir auch? Ja. Sag mal auf Englisch. Hallo Dominic. Hi Simon. I hope you're doing well. And all the best and hope to see you next time when we come through here. Haben wir uns vorgenommen, waren ganz, ganz liebe, nette Menschen gewesen, hatten mal ein Viertelstündchen gequatscht und war total nett gewesen, ne? Und ja, jetzt, wie gesagt, schießen wir los und starten mal in den Tag. Ich habe noch nie solche Blätter angefasst. Die sind ganz rau. Hallo liebe Videofreunde, wir stehen hier auf einem Parkplatz in Denmead, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt ist, weil nur bis 2,5 Tonnen, ne? Oder 2 Tonnen? Ja, aber wir waren gestern Abend so kaputt, dass wir einfach nicht mehr weiterfahren konnten. Es war auch schon dunkel und die engen Straßen, hat Michael gesagt, egal, ich stell mich jetzt hier hin und wenn man Strafzettel kriegen, kriegen wir einen. Und ist es halt so. Wir sind gestern von dem Garden of Heligen dann noch bis in der Nähe von Southampton sind wir, ne? Mhm. Gefahren. Das waren 4 Stunden Autofahrt und dann hat uns Karin am Ende auch noch verkehrt gelotst. Das ging uns aber nicht alleine so, weil wir standen hier in Denmead auf dem Parkplatz und da kam noch ein anderes Pärchen aus Deutschland und denen ging es genauso. Auch dort hat Karin nicht richtig geschickt, ne? Ja. Und die hatten dann diesen Parkplatz hier gesehen und haben gesagt, ja, da kann man also parken 24 Stunden. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir hinterher, machen wir auch, stellen wir uns auch hier hin. Aber die hatten nicht gelesen, dass das nur bis 2 Tonnen, dass man nur bis 2 Tonnen hier parken darf. Und sind dann wieder weitergefahren noch.
mit ihrem großen Wohnmobil. Und die hatten ein recht großes gehabt. Und wir sind hier geblieben einfach. Ja, und dann waren wir gestern Abend essen. Da war ich ein bisschen unruhig. Wir waren in einem echt schönen Pub. Das war auch sehr lecker, das Essen. Ne? War gut. Ja. Und ja, haben da auch noch ganz nette Engländer kennengelernt. Ein bisschen gequatscht mit denen. Aber ich war ein bisschen unruhig, weil es ist ja recht dunkel hier und unbeobachtet. Und von daher hatte ich ein bisschen Angst. Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir haben auch heute Nacht, also ich habe recht gut geschlafen, du nicht so, ne? Nee. Michael hat heute nicht so gut geschlafen, er hatte Aua heute Nacht. Ja, und jetzt haben wir aber heute nur noch 2,5 Stunden bis nach Folkestone, ne, heißt das? Ja. Ja, und Michael ist gerade dabei und bucht unseren Zug. Für die Rückfahrt. Ist gebucht, ja, ich muss jetzt nur anmelden. Und deswegen stehen wir noch hier. Und dann fahren wir jetzt gleich los und dann kriege ich hoffentlich heute doch noch am Ende, am letzten Tag in England, mein Tea Time. Und da haben wir jetzt so ein Tea Room ausgekundschaftet in Folkestone. Der scheint ganz niedlich zu sein und da wollten wir mal hinfahren, gell? Die haben immer nur so kurz auf. Die fangen um 11 an und machen um 3 schon wieder zu. Und von daher war das echt immer, ich wäre gerne in Cornwall irgendwo schön in so ein Tea Room gegangen, aber das Problem ist halt, dass die wirklich nicht so lange offen haben. Und ja, wir dann immer vom Wandern zurückkamen und da war es dann schon meistens 3:30, 4 und dann machen die schon wieder alle zu. Hat nicht gepasst. Und hoffentlich klappt es heute, weil das wollte ich ja unbedingt mal machen. Ja, und deswegen werden wir gleich losstarten. Starten wir jetzt. Jetzt los. Also, bis später. Liebe Videofreunde, ja, jetzt sind wir kurz vor der Abfahrt, waren gestern Abend noch mal hier in dem Pub, ja, ein bisschen was trinken gewesen. Das war ein sehr, sehr schönes Pub, das ist aus dem 17. Jahrhundert und richtig urig. Wir haben schön am Kamin gesessen und haben den letzten Abend ganz toll ausklingen lassen, hatten noch mal nette Gespräche gehabt. Ja, der Stellplatz hier, ja, ist nicht so ganz kostengünstig, also sind knapp 30 Pfund und wir haben auch nichts gefunden zum Ablassen. Also ihr könnt hier duschen. Duschen sind natürlich recht alt. Ich habe im Wohnmobil geduscht, Michael war duschen und man hat Toiletten hier und ja. Aber man hat halt eben ein schönes Plätzchen in der Nähe von dem Eurotunnel. Es ist eine Viertelstunde bis dahin und von daher war uns das ganz recht. Es gibt auch nicht so viel Auswahl hier und es war auch schön. Wir haben gestern Abend wunderbar da gesessen und haben nochmal den Abend ausklingen lassen. Also wir hatten eine tolle Zeit. Ja, dann starten wir mal jetzt.
um die Ecke. Um die Ecke musst du mal gucken. So, die beiden gehen jetzt unseren kleinen Bauzi anmelden. Unseren Opi. Hallo liebe Videofreunde, das ist jetzt unsere letzte Übernachtung gewesen und zwar standen wir hier in Werl an einem Schwimmbad. Ich nehme an, dass es da drüben ist, das Schwimmbad, weil hier ist ein Spielplatz, ein großer Spielplatz und da stehen wir. Ja, wir sind gestern ziemlich lange gefahren, es war sehr anstrengend dann gewesen, weil Michael ist durchgefahren, waren sehr viel Staus und Wetter war auch nicht so gut und dann waren wir erst an einem anderen Stellplatz, der hat uns überhaupt nicht gefallen und dann hatte Michael den hier rausgesucht bei Park for Night und der ist wirklich sehr schön, der ist also zumindest jetzt zurzeit kostenfrei, man muss nur für die Fähr- und Entsorgung bezahlen, Fähr- und Entsorgung habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, ist hier. Also alles da. Und dann gibt es, ich glaube, 4 Wohnmobilstellplätze. Und man gibt das dann, man muss sich also registrieren praktisch. Über diesen Barcode hier muss man sich registrieren. Aber, wie gesagt, man muss nichts bezahlen. Der ist kostenfrei. Also das finde ich ja schon echt toll. Und hier haben wir auch recht gut geschlafen. Es war zwar ein bisschen, hin und wieder mal ein bisschen lauter, weil hier direkt die Straße lang führt. Aber in der Nacht kommen nicht so viele Autos und von daher, das ging, das war völlig okay. Michael war auch heute Morgen im Ort drin, hat Brötchen geholt. Also so als Zwischenstation, echt super. Muss man sich merken. Ja, jetzt ist unser Urlaub zu Ende. Jetzt geht's nach Hause. Wir haben heute noch 5 Stunden Fahrt vor uns. Und ja, dann ist der Urlaub sozusagen hiermit beendet. Wir machen jetzt gleich noch im Wohnmobil ein Fazit von unserem Urlaub, weil sonst kommen wir wieder nicht dazu, wenn wir zu Hause sind. Ja, und dann fahren wir nach Hause. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder beim Fazit. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.